Lag. Warum ist das immer so mit den Lags? Verstehe ich nicht. Betrachte große Landkarte. Also schön, Unpack. Ich werde dich schon finden. Ja, irgendwann sicher. Später. Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Kroonpak ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kroonpak früher hieß. Exakt. Ach, das wird ja immer blöder. Wie sollen wir das jetzt machen? Sekunde mal kurz. So. Wie sollen wir das jetzt machen? Guck mal, da steht hier was drin. Ich kann sie nicht lesen. Ja, diese misstrauischen. Wilbur, dein Turm. Brille, Buch. Auf geht's. Kroonpak. Also schön. Wonach soll ich suchen? Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine, Kroonabel die Fürchterliche, Kroonpak. Kroonpak, früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im Blablabla. Rotkieselburg, das ist es. Gut. Wieder mit ihr. Ja, schieb's weg. Rotkieselburg, gucke. Rotkieselburg. Wo bist da. Du? Da! Oh. Soll ich es jetzt selber suchen? Das ist doch... Aratin Hago und ein hübscher... Ein very, very hübscher Oger. Mondragas Feste hier, ne? Tarakas. Trauerfestes Lager. Schloss Beckstein. Der letzte muss versteckt sein oder so. Oktopus. Rotkieselburg. Da ist es. Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge, hier. In Ordnung. Von dort einen Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Osten, Norden, Osten, Süden, Westen, oder? Oder wie? Hier. Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Hast du's? Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Mündet ins... also hier. Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Das hier muss die Insel Sordia sein. Saubere Arbeit. Ich glaube, wir haben keinen Fehler gemacht. Hier ist unsere Insel. Das ist also Sordia. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Wir geben Nate die Karte und lassen die Stadt endlich hinter uns. Damit wissen wir, wohin wir müssen. Und unser Chauffeur sitzt draußen im Käfig. Worauf warten wir? Kümmert das jetzt mal. Auf einer Karte ist die Insel Sordia markiert. Ach, ich dachte, wir können jetzt mal draufschauen. Gut, dann gehen wir los. Ich möchte mal kurz zwischenspeichern, aber ich unterbreche dazu ganz kurz die Aufnahme. So, da ich eigentlich noch aus der Stadt jetzt weg möchte, spielen wir noch mal kurz ein bisschen weiter. Dann werde ich aber erstmal wieder eine Pause machen. Wir haben die Karte. Endlich. Dann geht es jetzt los? Holt uns gefälligst runter und dann leinen los. Juhu!
Gefälligst schon mal gar nicht. Kapitel 3, der versunkene Tempel. Würfle 21. Jetzt gucken wir noch, wo wir rauskommen und dann sage ich allerliebst auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge bei The Book of Unwritten Tales. Alles klar bei euch? Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Oh, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Das hätte mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Damit sage ich Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind wieder dabei bei The Book of Unwritten Tales. Eine neue Aufnahmesession, soweit ich mich erinnere. Ich muss mal erst mal gucken, wo wir waren. Wir haben ja Wilbur gesagt, dass wir warten. Und wollten uns ja umgucken. Ich komme schon gut allein zurecht. Und wenn ich Gnomenhilfe brauche, dann weiß ich, wo er steht und schmollt. Ja, Chip Chip, du alte Vogelflitze. Hallo Chip Chip. Kannst du dich nicht irgendwie nützlich machen, du alte Saune? Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen, einen anderen Eingang in den Tempel finden, Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Wieso darf dein Vogel helfen, ich aber nicht? Weil du klein bist und rot. Chip Chip kann auf sich aufpassen. Genau. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Bis dann, Chip. Chip, 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 Chip. Fisch. Leckerer Fisch. Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Nehmen den. Oder es war ein fliegender Fisch. Oder so. Sicher. So was gibt es. Opas Doppeldecker-Einheit im Krieg hieß die fliegenden Höllenfische. Ja, nimm mit. Nimm mit. Ich nehme nur eine einzelne Gräte. Vielleicht kann ich so ein kleines, spitzes Ding mal gebrauchen. Jetzt weiß ich auch direkt, wonach das aussieht. Ast. Du altes Ein abgebrochener Sau. Ast? Vermutlich von einem der Bäume dort oben. Nein! Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Ach, wow. Nimm mit, nimm mit. Nimm mit. Jetzt haben wir nämlich eine Fischgräte und einen Ast. Können wir die schon kombinieren? Hundertprozentig muss das eine Angel werden. Gibt's hier noch irgendwas? Cheep Cheep, die alte Sau, mit denen will ich nicht reden, das ist doof. So, was haben wir denn hier? Ein Wassereimer. Ich will aber eigentlich erstmal diese... Das Bienennest. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Gibt's doch nicht. Sekunde mal ganz kurz. Geht jetzt weiter. Können wir die mitnehmen? Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ich verzichte. Außerdem fehlt mir ein Behälter für den Honig. Ja, ist doch egal. Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Können wir den mitnehmen? Seil. Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Können wir den mitnehmen? Ist klar. Haben wir einfach mal das Seil weggezogen und somit unsere letzte Rettung? Feuerfeen. Das sind Feuerfeen. Die sind sehr selten. Ich habe schon seit 200 Jahren keine mehr gesehen. Können wir die auch mitnehmen? Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Sie müssen den ganzen Tag Nektar suchen, um ihre Flamme zu erhalten. Hui. Können wir denn die Schnur mit dem Ast? Ich habe die Schnur an den Stab gebunden. Können wir jetzt die Gräte mit dem... Ich habe die Fischgräte ans Ende der Schnur geknotet. Und wir haben eine Angel. Können wir jetzt irgendwas angeln? Ich weiß ja nicht, können wir jetzt irgendwas angeln? Fange einen Fisch.
Keine Ahnung warum, aber wir fangen einfach an. Ganz ohne Köder würde ich das sehr optimistisch nennen. Können wir denn mit dem Eimer? Der Eimer ist zu groß. Ich will ja nicht gleich das ganze Nest zerstören. Die Bienen würden mir das übel nehmen. Na, Tor! Das muss der Eingang zum Tempel sein. Früher war es wohl nur ein Nebeneingang oder so etwas in der Art. Der eigentliche Tempel mit dem Hauptportal ist im Meer versunken. Ich hoffe, hinter diesem Tor gibt es noch eine intakte Verbindung dorthin. Kann man das denn auch machen? Es bewegt sich kein Stück. Es bewegt sich kein Stück. Warte mal, wie war das doch gleich? Es bewegt sich kein Stück. Wie kein Stück? Wie immer mal? Es bewegt sich kein Stück. Ach, es bewegt sich kein... Nee, wie war das nochmal? Es bewegt sich kein Stück. Ach, es bewegt sich kein Stück. Sag das doch gleich. Nischen. Vier Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache. Wesen der Erde, würde ich das hier übersetzen. Kann man den noch an? Oh. Ich hab gedacht, wir sind schon fertig. Trockene Erde. Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Man kann die Erde darunter sehen. Kann man die mitnehmen? Die Erde ist hart und trocken. Kann man die mitnehmen? Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Ach. Man kann die Erde darunter sehen. Kann man den mit dem Wassereimer? Ah. Friendship. Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Okay. Da bewegt sich etwas in der Erde. Guck dir das mal an. Regenwürmer. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Hui. Ich nehme einige mit, bevor sie sich wieder verkriechen. Yes. Sekunde mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ich würde jetzt einfach mal die Regenwürmer mit an die Angel basteln. Damit habe ich eine voll funktionstüchtige Angel. Nein, auch. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Können wir die jetzt benutzen, um... Warum ist mein Frame jetzt so schlecht? Hallo, Frames? Fangt euch. Danke. So, und dann nehmen wir die und fangen einen Fisch. Hey, Wilbur. Willst du mir vielleicht helfen? Nö. Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Komm mal Eier. Und jetzt? Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Ich soll... Ja, mach doch einfach reinwerfen. Jetzt los. Oh, ich habe eine böse Ahnung, was er jetzt macht. Was zum... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Trottel. Es hat einer angebissen. Ja, toll. Du bist ein Eimer, wirklich. Und jetzt, wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. So, und nun? Wassereimer mit Fisch, und nun? Ham. Warte mal, hier war doch noch was hier oben. Lauf schneller, Ribo, laufe schneller. Was Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Warum nicht? Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Genau. So, Nischen, betrachte Nischen. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Die müssen wir hier reintun, irgendwie sicherlich. Hier unten. Wesen der Erde steht da. Wesen der Erde. Können wir denn die Regenwürmer denn jetzt einfach mal... Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. Siehst du, bin gar nicht so doof. Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Das Wesen der Luft? Hm? Oder so? Und hier? Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Also die da. Wesen des Wassers steht an dieser Nische. Wesen des Wassers. Kommen wir denn den Eimer? Der Fisch ist eindeutig ein Wesen.